Also ich muss sagen, die Wurfbilder, die ich geguckt habe, das hat sehr gut funktioniert. Zusammen mit der Abwehr. Aber ja, jetzt, wir durften uns kurz freuen, konnten mal ein bisschen singen, aber jetzt wird sich wieder konzentriert. Mein großes Ziel, das wiederhole ich jetzt sehr gerne nochmal, und zwar ist es Rio 2016. Und es geht jetzt auch noch über Katar, Viertelfinale, und da werden wir uns genauso, sag ich mal, so, hallo, bitte, bitte, auch so akribisch vorbereiten wie auf das Spiel. Und um das Spiel zu gewinnen, auf jeden Fall. Katar wird sehr schwierig. Es ist Ausrichter, haben jetzt Österreich geschlagen knapp. Wir konnten aber jetzt auch zum Schluss wieder ein paar Spieler schonen. Ich hoffe, dass das auch wieder ein Pluspunkt für uns ist und dann, dass wir Vollgas geben über 60 Minuten und Katar niederringen. In der ersten Halbzeit ein 4-Tore-Vorsprung und konnten den dann ausbauen. Das war richtig gut, dass wir weiter so aggressiv und so zusammenstanden in der Deckung. Dann hatten wir natürlich die Lebensversicherung heute noch hinten drin mit Carsten, der uns auch im Angriff eine gewisse Sicherheit gegeben hat. Wenn man so einen Torwart hinten dran hat, dann ist es schon einfacher. Ich glaube, wir haben uns gut vorbereitet auf den Gegner. Wir wussten, dass die Abwehr das Entscheidende sein wird heute, dass wir eng zusammenstehen müssen, kompakt, lieber mal Würfe über außen zulassen. Dann haben wir Carsten hinten drin gehabt, der super gehalten hat, und ich glaube, das war der Schlüssel dann zum Erfolg. Ich glaube, das war dann hier gute Vorbereitung auf was kommt. Aber wir haben alle Möglichkeiten. Ich glaube, wir sind alle fit nach diesem Spiel, und wir haben gute Möglichkeit, gute Handball zu spielen, und dann muss man schauen, ob das reicht oder nicht.